Ruhe, Kinder, ich bitte um Ruhe. Das hier ist euer neuer Kamerad, Icard. Zucchini. Ja, euer neuer Kamerad, Zucchini. Ich würde eher Kartoffel sagen bei dem Gesicht. Simon, das reicht. Willkommen im Haus der Springbrunnen. Ich will endlich wieder nach Hause. Das geht nicht, Zucchini. Aber es wird dir hier gut gehen. Hurra, hurra, hurra! Ich verspreche es dir. Das klingt doch wirklich gut. Bitte. Lass los! Was machst du denn, wenn ich nicht loslasse? Zucchini, sag doch auch was. Das ist nur, weil er verknallt ist. So ein Quatsch. Und du nervst mit deiner blöden Gabel. Na, Kartoffel, warum bist du hier? Weißt du nicht, wie selten Kinder, die schon so groß sind wie wir, noch adoptiert werden? Das war der Trailer zu Mein Leben als Zucchini, den uns Podiband Filmverleih ab dem 16. Februar 2017 in die deutschen Kinos bringt. Ich mag den Look, der hier aufgegriffen wird und auch die musikalische Untermalung. Bin aber nach dem Trailer noch nicht sicher, ob es eher ein Film für die Kleineren wird oder doch eher für das etwas erwachsenere Publikum. Es wirkt so, als könnte der Film durchaus auch melancholisch und ein Stück weit recht traurig sein. Er könnte aber auch kunterbunt werden und ein Abenteuer für die Kleinen. Das ergibt sich noch nicht ganz so richtig für mich, wenn ich mir diesen Trailer anschaue. Es ist eine Schweizer-Französische Co-Produktion und es ist die Geschichte von Zucchini, einem 9-jährigen Jungen, der seine Mutter verliert. Ein Polizist nimmt sich seiner an, bringt ihn in ein Heim und in diesem Heim kann er ein großes Abenteuer erleben. Zunächst gibt es dort schwierige andere Kinder, aber je mehr Zeit man dort verbringt, umso mehr wird man auch eine Gemeinschaft. Und eines Tages kommt ein neues Mädchen dazu, in das sich Zucchini das erste Mal in seinem Leben verliebt. Aber die Tante des Mädchens möchte sie gerne wieder mitnehmen und eine eigene Familie gründen und das ist natürlich ein Problem für all die anderen. Und die Frage ist, was ist Glück? Was ist Liebe vielleicht in so jungen Jahren und worum geht es im Leben? Und da bleibt ebenfalls offen, ob der Film eben ernstere Themen anschlagen wird oder ob er da vielleicht doch ein bisschen kindlicher das Ganze verpackt. Auf jeden Fall finde ich es irgendwie interessant, weil es anders daherkommt. Was sagt ihr denn zu diesem Trailer? Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.